Radio Saarbrücken, das FCS-Magazin wird Ihnen präsentiert von der Soccer Star Group, die Soccer Arena in Saarbrücken und Neunkirchen. Herzlich willkommen beim FCS-Magazin auf Radio Saarbrücken als Videopodcast bei den Kollegen von Dein Saarbrücken und neu im Saarbrücken Inside Magazine ab 1. Dezember überall in Saarbrücken erhältlich. Ja, wäre das Saarland selbstständig geblieben und hätte sich nicht zu Frankreich oder wie es dann gekommen ist zu Deutschland tendiert damals, dann wären wir jetzt vielleicht eine Steueroase, hätten einen eigenen Formel-1-Grand Prix, der durch die Innenstadt von Saarbrücken bei Nacht führen würde, hätten einen eigenen Euro mit der Saarschleife hinten drauf. Und hätten wahrscheinlich sogar eine relativ erfolgreiche Nationalmannschaft. Kevin Trapp im Tor, in der Abwehr hätten wir Philipp Wollscheid und Jonas Hector, im Mittelfeld Mike Franz und Patrick Herrmann. Und im Sturm hätten wir wahrscheinlich einen, der derzeit so gut drauf ist, dass er sogar Gianluigi Buffon angstschweiß auf die Stirn bringen würde, nämlich Patrick Schmidt. Hallo. In der Regionalliga läuft es ganz gut. Ja, für mich persönlich läuft es natürlich ganz gut. Ich denke aber auch für die Mannschaft, wir sind völlig im Soll. Ich denke, wir stehen auf einem besseren Platz, als wir uns das vor der Saison gedacht haben, beziehungsweise als das geplant war. Von daher können wir zufrieden sein. Du bist heute zum zweiten Mal zu Gast im FCS-Magazin. Das hat aber folgenden Grund. Wir wollen uns heute ein bisschen der Nachwuchsarbeit widmen. Heute haben wir eingeladen die U11 des ersten FC Saarbrücken. Und deshalb ist auch der Captain der U11 hier neben mir. Das ist der Lennart Niederländer. Und du bist bei der U11. Welche Position? Abwehr und Mittelfeld. Abwehr und Mittelfeld. Also prima, dann bist du derjenige, der den Patrick dann irgendwann bedienen wird. So, warum wir das heute gemacht haben, wir wollen also uns der Nachwuchsarbeit des ersten FC Saarbrücken so ein bisschen widmen. Und wie lange spielst du schon bei den Blau-Schwarzen? Jetzt 2 Jahre. Okay, und du bist ja wieder zurückgekommen vom FC Homburg zum ersten FC Saarbrücken. Du willst Profifußballer werden? Ja, bitte. Und? Denkst du, das klappt? Ja. Und dann fragen wir den Patrick gleich mal, wie man Fußballprofi wird. Das nämlich im zweiten Teil vom FCS-Magazin hier auf Radio Saarbrücken. Bleiben Sie dran. Wann spielst du ab hier? Zurück beim FCS-Magazin, heute mit Lennart Niederländer, dem Kapitän der U11 des 1. FC Saarbrücken und Patrick Schmidt, dem Stürmer des 1. FC Saarbrücken. Lennart, wo steht ihr momentan in der Tabelle? Ne, auf dem ersten Platz. Deshalb heißt sie auch 1. FC Saarbrücken. Ne? Und ihr werdet Meister? Ja. Alles klar, prima. Patrick, wann wusstest du denn, dass du Profifußballer werden willst? Weil er hat es ja vor. Ja, wann ich das wusste... Ich denke, das war dann soweit, als ich meinen ersten Vertrag für außerhalb der Jugend, für die aktive Mannschaft unterschrieben habe. Vorher hatte ich das auch schon immer. Also es war, seit ich Fußball zu spielen angefangen habe, wollte ich Profi werden. Und ich bin natürlich froh, dass ich meine Hobby zum Beruf machen konnte. Die Eltern sagen ja oft, Plan was Ordentliches. Ja, wenn man mit der Idee um die Ecke kommt, Profifußballer zu werden, ist ja nicht jeden Fall gönnt. Was haben deine Eltern gesagt, als du gesagt hast, ich werde jetzt Profi? Die haben mich da... Von A bis Z immer unterstützt. Für sie war es aber auch sehr wichtig, dass ich nebenbei die Schule durchziehe, dass ich auch einen guten Abschluss mache. Und ich denke, das kann man auch jedem nur raten, weil viele wollen Profi werden. Schafft es dann leider immer nur ein kleiner Teil davon. Von daher ist die schulische Ausbildung sehr wichtig. Und du, Lennart, hast du deinen Eltern schon erzählt, dass du Profi wirst? Ja. Ja? Patrick, wie wird man denn Profi? Was muss man denn mitbringen? Also natürlich muss man auch gegen den Ball treten können und geradeaus laufen können, aber was muss man als Profi nochmal wirklich dran setzen? In erster Linie natürlich das Talent, das einem auch irgendwo mitgegeben wird, aber ich denke, man sollte immer dran glauben, man muss viel arbeiten, realistisch einschätzen können, wo seine Schwächen sind, an seinen Schwächen arbeiten, die Stärken weiter ausbauen und wie gesagt, immer an sich selbst glauben. Die Jungs hier von der U11, die haben ein paar Fragen zusammengesammelt und die möchte ich jetzt gerne mal gemeinsam mit dem Lennart an die stellen. Lennart, du als Kapitän hast auch vorneweg ja die eine oder andere Frage schon mal formuliert. Was würdest du dem Patrick gerne fragen?
Wie fühlen Sie sich als Saarbrückenspieler? Ich bin natürlich stolz, für die erste Mannschaft von Saarbrücken zu spielen. Ich habe auch wie ihr hier in der Jugend schon gespielt. Und von daher ja, ist Saarbrücken mein Verein und ist natürlich umso schöner, dann für die erste Mannschaft zu spielen. Und als bisheriger Torschützenkönig der Regionalliga Südwest, haben Sie schon Angebote von anderen Teams bekommen? Das ist eine gute Frage. Nee, konkrete Angebote gibt es noch nicht. Da kümmere ich mich momentan auch nicht drum. Ich habe 2 Jahre bei Saarbrücken unterschrieben. Ich bin ja glücklich und was in der Zukunft kommt, wird man dann sehen. Aber ich denke, das ist jetzt auch noch ein zu früher Zeitpunkt. Und wenn das irgendwann mal kommen würde, würden Sie dann wechseln? Ja, das ist eine schwere Frage. Ich denke, es gibt als Fußballer immer Angebote, gerade von höherklassigen Vereinen dann, bei denen man sich überlegen muss. Wie gesagt, das wird man sehen, aber Fakt ist, dass ich hier sehr glücklich bin und momentan auch gar nicht an Wechsel denke. Das hören wir gern und gleich fragen wir mal die Fragen stellen, die das Team so an Patrick Schmidt hat im dritten Teil des FCS-Magazins auf Radio Saarbrücken. Bleiben Sie dran! Ihr spielt jetzt in der Halle gegen Duttweiler. Ja. Wann? Das weiß ich nicht. Das weiß er nicht. Aber gegen AFC Duttweiler spielt ihr. Und da habt ihr Chancen? Ja, haben wir. Im Finale? Was ist das für ein Finale? Bei der Stadtmeisterschaft. Ah, okay. Da geht natürlich kein Weg am ersten FC Saarbrücken vorbei. Ja. Ich drücke euch auf jeden Fall alle Daumen und dass das auch was wird mit der Meisterschaft. Die gleichen Daumen drücke ich natürlich auch der ersten Mannschaft. Und wenn die auch nicht so gerne hören, wie ihr das hören wollt, ihr sprecht das ja laut aus. Die Jungs von der ersten Mannschaft, die behalten das noch so ein bisschen hinterm Berg. Vielen Dank, Patrick, für dein Kommen, dass du dir Zeit genommen hast, auch die Fragen der Jungs zu beantworten und euch viel Erfolg. Ja. Danke.